Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren wunderbaren neuen Folge von Anime Erklärt. Ich bin Shergok, ihr Nicht, und im zweiten Teil meiner kleinen Videoreihe, in der der Elfenkönig kein absoluter Oberassi ist, soll es einmal darum gehen, wie eine Allianz zwischen dem Elfenkönigreich und Slane hätte aussehen können und warum sie stark genug wäre, um Ainz Ul'Goon ernsthaft gefährlich zu werden. Doch bevor wir mit dem Thema anfangen, sage ich noch einmal schnell Dank an alle meine Kanalmitglieder für den tollen Support, sowie Dank an alle Nutzer der YouTube-Thanks-Funktion. Und damit kommen wir auch schon zum eigentlichen Thema. Nun, wie schon im letzten Video gesagt, hätte der Elfenkönig durchaus noch am Leben sein können und eine Allianz mit der Theokratie von Slane haben können, anstelle verzweifelt zu versuchen, eines seiner Tausenden von Kindern so stark werden zu lassen wie er selbst. Was ihm bis zum Ende des Lebens halt nicht gelang. Und letzten Endes dazu führte, dass ausgerechnet seine eigene Tochter ihn umbrachte und ihn wie eine Made, die er war, unter ihrem Stiefel zerquetscht hat. Doch wie sähe das aus, wenn Deckham Hugin der Elfenkönig smarter wäre und wenn er den Weg der Diplomatie gegangen hätte? Darum geht es heute im zweiten Teil. Nachdem sowohl Slane als auch das Elfenkönigreich nun über Godkins verfügen und das Elfenkönigreich und Slane in Frieden und Verbundenheit leben, ist eine der vielen, vielen Grenzen von Slane nun sicher. Und ich denke, dass sie anstelle dessen die Kriegsressourcen, die eigentlich für das Elfenkönigreich gedacht waren, auf die Hügel von Abellion konzentrieren würde. Dieses Gebiet ist zwar von Halbmenschen und Heteromorphen bevölkert, allerdings haben sie natürlich kein einziges Godkin, sowie vermutlich der Rest der Welt auch nicht. Und das wiederum würde dazu führen, dass sie im Verlaufe der nächsten Dekaden ausgemerzt worden wären. Was wiederum dazu führt, dass die Ostgrenze vom Heiligen Königreich nun auf einmal sicher wäre. Und das wiederum könnte zur Versöhnung von Slane und dem Heiligen Königreich führen. Denn beide hatten religiöse Konflikte. Doch wenn die Godkins von Slane direkt vor ihrer eigenen Haustür Überzeugungsarbeit leisten, dann würde man vielleicht doch die ein oder andere problematische Stelle in den Schriften und Lehren des Heiligen Königreiches wahrscheinlich noch einmal neu interpretieren können. Was dazu führen würde, dass sich das Heilige Königreich mehr auf die Wirtschaft und weniger auf das Militär konzentrieren könnte. In der Zwischenzeit würde Deckham Hugin seine vielen, vielen Kinder, die er mit seiner Frau bzw. seinen Frauen gezeugt hat, nach und nach mit der Hilfe von Slane zu Godkins erwecken und sie powerleveln, so wie er es bereits mit seinen anderen 1000 Kindern versucht hat, aber gescheitert ist. Das würde auch dazu führen, dass die Monster und die vielen Gefahren im großen Wald von Iwasha nach und nach zerstört worden wären und der Wald sicherer wäre. Klar, es gäbe hier und da noch Monster, aber man kann sich dann einigermaßen frei bewegen. Und nun fällt auch all die Jagdbeute, die normalerweise an die Monster von Iwasha gegangen wäre, in die Hände der Elfen. Das einzige Problem wäre dann, dass ihr irgendwann die Monster ausgehen würden, also der Allianz von Theokratie und dem Elfenkönigreich, was dann bedeuten würde, dass Deckham und die Theokratie sich das immer korrupter werdende Königreich von Reas Tees schon viel früher vorgenommen hätten und Slane könnte in dieser alternativen Zeitlinie Reas Tees auch tatsächlich offen erobern. Denn das Elfenkönigreich würde dann die monsterverseuchten Wälder als Trainingslager und schlussendlich als neues Zuhause benutzen. Und nun hätte sich das Elfenkönigreich mit seiner Exklave zwischen der Theokratie und Arknen positioniert, was einen Krieg zwischen beiden Staaten unterbinden würde. Zudem hat Slane hier auch deutlich bessere Verhandlungspositionen gegenüber Arkland, da sich nun einige mächtige Verbündeten und etliche Godkins an die Seite von Slane stellen würden, die dazu dank ihres Elfenblutes auch noch länger leben können. Auch der Riesenbonsai aus dem Wald von Top würde ein Jahrhundert vor Ainz Ul'Goons Ankunft besiegt werden und zu Brennholz verarbeitet werden oder zu neuen und mächtigen Waffen. Denn nicht alle Godkins würden hauptberufliche Krieger werden, sondern es würde wahrscheinlich auch den ein oder anderen Schmied und Regenten geben. Bedeutet, die reichen Ressourcen des Königreiches würden gut genutzt werden, auch schon ein Jahrhundert vor Renna, die dann wiederum auch jemanden hätte,
mit dem sie sich auf Augenhöhe unterhalten könnte. Irena würde wahrscheinlich eine sehr ausgeglichene Persönlichkeit entwickeln, weil sie jetzt Kontakte zu, ja, gleich schlauen Leuten hätte. Und die zivil ausgerichteten Godkins, die sich dann um die Verwaltung meisterhaft kümmern, da würde dann Renner unterkommen und sich einen Namen machen. Denn wenn ein Godkin Dutzende und Dutzende Level in Sachen wie Regent, Herrscher und Händler haben kann, einfach weil die Levelgrenze höher ist, dann wären sie durchaus ähnlich schlau wie Demiurg oder Albedo. Auch das Kaiserreich würde dann noch lange vor Jerkniff unter Slaines Herrschaft fallen, indem man Fluder Paradain die Möglichkeit gibt, die Magie der Godkins zu sehen und mit ihnen Seite an Seite zu studieren. Danach würde dann ein relativ einfacher Defensivkrieg gegen die Bestienmenschen zum Schutz des Drachenkönigreiches stattfinden. Anstelle, dass Slane so geschwächt ist, dass sie nicht mal eine einzige Schrift zum Schutz der Menschen im Königreich entsenden können, was halt in der Kanon-Story-Timeline ein richtiges Problem für das Drachenkönigreich unter Draudilon Uriculus geworden ist. Und nun, etliche Jahrzehnte vor dem Auftauchen von Ain Sul'gon, würde die Theokratie und das Elfenkönigreich nach Osten hin expandieren und mittlerweile Hunderte, wenn nicht gar Tausende Godkins ihr eigen nennen können. Und hier ist mein Punkt. Diese enorme Anzahl an Godkins würde dann eine echte reale Bedrohung für Ain Sul'gon darstellen. Klar, sie wären dann eher Level 63 oder 78 oder so, mit einigen stärkeren Level 80, aber die schiere Anzahl macht sie schon enorm gefährlich. Und Sesshi wäre in dieser Zeitlinie auch nicht das tragische Einzelkind, sondern eines von vielen, vielen glücklichen Kindern von Dacem Hugin. Und auch nicht dazu verpflichtet, die Schätze der Spieler zu bewachen. Sie wäre damit noch in der Lage gewesen, gegen viele andere mächtige Gegner anzutreten. Gerade wenn Slane so mächtig geworden wäre, dass auch die verbliebenen Drachen keine Gefahr mehr darstellen. Und wahrscheinlich hätte Sesshi so Level 100 erreicht und wäre dann damit ähnlich stark wie Ain Sul'gon selbst. Das könnte durchaus dazu führen, dass Ain Sul'gon, sollte er unvorsichtig in der neuen Welt hineingestolpert sein und Slane Schaden zugefügt haben oder einfach nur, weil er ein Untoter ist, von den Godkins durchaus ausgeschaltet werden. Und im folgenden Krieg wäre Slane dann in der besseren Position, einfach weil sie die Ressourcen eines ganzen Kontinents haben und Ain Sul'gons Gilde in die Offensive gehen müsste, obwohl Defensive ihre Spezialität ist, einfach um sich mehr Ressourcen zu sichern und die Einheitenproduktion und die Finanzierung ihrer Basis zu sichern. Barspieler kennen das Problem. Oder aber Slane besinnt sich darauf, dass auch Soshana ein untoter Overlord war. Und zwischen dem untoten Overlord und Slane könnte Frieden herrschen. Also, Fazit. Dass Dacem Hugin, der größten wahnsinnige und selbstverliebte Elfenkönig, es mit Gewalt, anstelle mit Diplomatie versucht hat, seine Godkins zu zeugen, hat ihn wortwörtlich das Genick gebrochen. Eine Allianz zwischen den Erben der sechs Spielern und der acht Könige hätte echtes Potenzial, die Welt zu verändern und zu einen. Doch so wurde er von seinen eigenen Nachkommen bzw. seiner eigenen Tochter in einem Akt von poetischer Gerechtigkeit unter ihren Stiefeln zertrampelt. Okay, soweit meine Meinung dazu, wie eine potenzielle Allianz zwischen dem Elfenkönigreich und der Theokratie von Slane ausgesehen hätte. Wäre nicht so komplett asozial gewesen. Und nun seid ihr an der Reihe. Schreibt ganz gerne eure Meinung zum Thema ab in die Kommentare. Und während ihr das macht, sage ich danke fürs Zuschauen und besonderen Dank an Animangatv.de, Blue Planet 6, White Bird Best, Philipp, Mr. TNT, Fabian, Karibasas Maske, David André, Hope, Hauer, Nix Mog Dir, Sebastian, Dark Phoenix One, Despotanis, Neymasa 1106, Peng der Pirat, Florian Peter, Lordicon 3D, Kitsune, Mr. Funny Guy, Tiva Tiva, Tobi CTZ und Kroll Teppes. Danke Leute. Und damit wünsche ich euch einen wunderschönen Tag.